Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei einer weiteren kleinen Runde Cotton Chaos. Ja, es ist mal wieder soweit, eine Woche ist rum und wir haben den nächsten Cotton Chaos Modus aktiviert bekommen und ich bin auch sehr gespannt, was uns hier Blizzard vorzeigt. So. Ja, wieder winken, hoffentlich ein schönes A. Wir kommen auf Papier. So. Größenwahn. Willkommen bei diesem äußerst gefährlichen Cotton Chaos. Ihr könnt alle eure besten Zauber verwenden, aber für eure kleinen Diener ist dieser Kampf zu hart. Euer Deck darf nur Diener erhalten, die 7 oder mehr kosten. Das Diener gar nicht mal so schlecht. Wie werden wir da, wie ist die Belohnung? Okay. Wie werden wir da das Deck gestalten? Soll ich einfach alle hinklatschen, die ich habe? Wir nehmen da mal am besten. Gerade. Und mein Krieger. Gucken, was der hier Schönes zu bieten hat. So, vernichte einen verletzten feindlichen Diener. Nehmen wir schon mal rein. Fügt einem Diener einen Schaden zu. Die lassen wir hier auch rein. Fügt einen Diener. Achso, die. Und über 7. Da ist das schon wieder Quatsch. Eigentlich. Obwohl das gar nicht mal so schlecht ist. Vielleicht erhalten zwei Angriffe in diesem Zug ist ganz gut. Zieht eine Karte für jeden verletzten befreundeten Diener ist ganz gut. Fügt zwei feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Denke ich mal, ist gar nicht mal so gut. Das kann man machen. Fügt einen Diener zwei Schaden zu, zieht eine Karte, wenn er überlebt, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir noch? Die fahren wir jetzt rein. Verleiht einem befreundeten Diener zwei Angriff und Ansturm. Verleiht einem befreundeten Diener, alles klar. So, ach, jetzt haben wir hier direkt schon ausgewählt bekommen. Na, da haben wir jetzt die einfach mal rein. Tun wir Dr. Boom rein. Gottschild tun wir rein. Den tun wir rein. Den auf jeden Fall. Den auch. Ich habe gar nicht so viele, sehe ich gerade. Schade. Schau dir jetzt einfach mal alle rein. Shit, ich hab gar nicht so viele. Okay, wie kriege ich denn jetzt nur 8? Ich hab so übelst wenig Diener, ey. Den können wir noch hinklatschen. Den hauen wir noch rein. Den hab ich schon drin. Hab ich den schon drin? Müsste ich eigentlich schon drin haben. Ne, habe ich schon nicht drin. Haben wir den jetzt auch mal rein. Und. Gucken wir mal, was wir noch für Zauber mit reinnehmen können. Da ist es eigentlich schon kackegal. Wenn ich da einen feinen Flexier, dann können wir den noch reinklatschen. Und. Den gleich nochmal reinmachen. Da haben wir zweimal drin. Drei Schaden zufügen. Ja, vielleicht bringt die gar nicht mehr. Vielleicht bringt die was. Müssen wir auch noch mal reintun und. Machen wir die noch rein. So. Bin ich jetzt sehr gespannt. Da kann man ja überhaupt keine Kombos und gar nichts machen. Da wird es ja einfach munter drauf losgedroschen. Was habe ich denn noch eigentlich für? Ich glaube, mein Choke, der hat noch eine gute Karte gehabt. Ich hätte normalerweise auch meinen Hexen, also ja, einen Hexenmeister hätte ich noch wählen können. Und Paladin, der hat gerade finde ich nicht so gut. Na, ich bin gespannt, was das auf jeden Fall hier wird. Garrosh! Gegen Thrall! Kriegen wir aber direkt 10 Mana, oder? Sieg oder Tod. Ja. Wahrscheinlich. Ja, bin gespannt, was mein Gegner so für über 7er Karten hat. Oder es fängt von 0 an und es muss wirklich durchweg. Ja, es fängt echt von 0 an. Und das ist ja doof. Da macht ja keiner irgendwelche Karten jetzt. Außer Zauber vielleicht. Ja, stimmt, er macht ja noch was.
Tatsache, das hätte ich natürlich auch machen können. Ha, hätte ich eigentlich meinen Schamanen nehmen können. Ah, krass. Der haut jetzt seine, einen oder anderen seine Diener raus. Hm, gerade so intelligent war ich jetzt nicht. Stimmt, shit. Ah, hier. Jeden andere Karte auf eurer Hand. Das ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Dann lassen wir das direkt, machen das nochmal so. Und dann krieg ich jetzt, kann ich den Kleid als erstes ausspielen. Und da habe ich, denke mal, schon mal eine gute Chance, außer für das. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich spiele jetzt noch hier aus. Und habe noch einen Angriff. Oh, ich bin jetzt nicht aufgeregt, ey, Wahnsinn. Ah, jetzt kann ich auf jeden Fall die schon mal ausspielen. So. Habe ich schon mal Nummer 1 auf dem Feld. Jetzt hat er aber bestimmt irgendeine Zauberkarte, die meinen Diener komplett vernichtet. Setzt euer Hände schlagen, was die Feuerfürsten. Todesröcheln. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Ha. Ich frage mich, ob. Ja, frag dich mal ruhig. Ja, ich weiß nicht, aber. Alles klar. Und noch eine Zauberkarte, ne? Er hat ja jetzt diesen Spot, das ist gleich mein Verhängnis. Ah, er gibt ihm jetzt keinen Angriff. Ja, alles klar. Aber es macht nichts. Ja, ich hab noch schön Schild. Hm. So, ah, sehr schön. Die Quarte werde ich nochmal behalten. Und wähle das und haue direkt den kleinen Ding weg. Da kriegt das natürlich jetzt nochmal. Aber es macht nichts. Und kann dann eventuell gleich die hier ausspielen. Außer er kriegt fertig, das war mir schon fast klar. Ja, und die hat er doppelt drin auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haut er mir direkt noch eine weg. Das Gute an den Schamanen ist im Endeffekt, die haben keinerlei Angriff. Aber wenn er dann irgendeine Karte hat, die er dann die Power hoch, also die Angriff hochschrauben kann, ist natürlich schlecht. Aber hau dein Feld am besten noch mit ganzem Zeug voll, weil da hast du dann keinen Platz mehr für deine großen Karten und das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Taktik, die man hier fahren kann. Ja, nur komm, Nouvelle, mach, leg los. Komm, hallo? Erstmal. Okay, jetzt machen wir natürlich die hier. Und dann gleich den hier zum Angriff. Und der kriegt, nach meinem Beendigungsziel, kriegt mir gleich noch einen Spot dazu. So. War vielleicht gar nicht mal ganz so schlecht. Verstohlenheit. Und der ist noch ganz gut. Den wir gleich mal direkt als nächstes ausspielen. Dann können wir den Angriff machen und dann können wir den noch direkt noch mehr Angriff und Verteidigung geben. So, ich spiele da seine erste große Karte aus, denke ich mal. Okay, überlege nicht so lange, du kannst eh plus eine Karte ausspielen. Na? Achso, jetzt gibt der jetzt nicht. Ah, ist klar. Schön gemacht. Das ist die Welt, aber dass wir nur solche großen Karten haben, ist natürlich ziemlicher Quatsch, ne? Naja, gut. Die werde ich direkt behalten, vielleicht einen legendären Diener, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Und ich habe natürlich einen Drachen auf der Hand. Ich habe sogar zwei Drachen. Ne, ich habe einen Drachen auf der Hand. Jetzt werde ich direkt meinen Verstohlenheit-Typen nehmen. Und dann legen wir los. Klar. Auf jeden Fall kann er bloß zwei große Karten spielen. Dann ist das Feld von ihm eigentlich voll. Oder drei sogar. Ah.
Ja, jetzt kannst du natürlich keine Karte spielen, ne? Weil jetzt hast du natürlich sinnlos. Komm, drück los. Dass du dein Feld voll machst. Die ist auch ganz gut. Da kann ich verursacht 4 Schaden. Na? Wieso legt man denn so lang, sag mal? Hallo? Da sehe ich jetzt die Karten an. Nee, kannst du nicht. Soll ich direkt machen, das ist bedauerlich. Das war ja direkt aufgegeben. Naja. Aber da will mein Typ noch mal eine Frosch verwandeln. Anscheinend. Soll ich jetzt einfach mal die hier ausspielen? Und den vernichten. Und dann wird er auf jeden Fall nochmal den Frosch spielen, denke ich mal, weil Doppelkarten-Noobs gibt's permanent in Hearthstone. Lakai, ah, ne. Diener, Soldaten, geheißige so, Fenster. Das bringt jetzt nicht gerade viel, weil ich bei diesem Kurz kaputt habe. Also, was macht er jetzt hier? Toll, das hat natürlich jetzt gebracht. Das hat's jetzt gebracht. Aber das Coole ist, ich hab die Karte ja auch. Ah, ich hab die direkt nochmal. Vernichte einen legendären Diener, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Und die werde ich dann sofort ausspielen. Und dann wird er schon kotzen. Ja, bitte sehr. So, zack, boom, bang, palaut. Ich habe nicht genug Mana. Du hast nicht genug Mana, na klar, du genug Mana. Was ist denn jetzt? Och nö. Oh, tut mir leid. Oh. Du, tut mir echt leid, das wird die Folge, dass ich so kurz und wenig Action hatte. Aber man kann sich seine Gegner eben nicht wirklich aussuchen. Ja. Schade, ey. Echt schade. Da hat er sich wahrscheinlich zu sehr verschätzt. Oder hat gar nicht so große Karten gehabt, das kann natürlich auch sein. Das ist echt schade. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ist, vielleicht mache ich jetzt nochmal, vielleicht mache ich nochmal eine Folge, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Action drin haben. Aber schade, ey. Echt. Bin ich jetzt ein bisschen traurig. Aber ich hoffe mal in der nächsten Ausgabe, also nächste Folge, dann in der nächsten Woche, wird dann ein anderes Kartenchaos wieder da sein und da werden wir ein bisschen mehr Action haben. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier 50 Pakete, beziehungsweise jetzt mit meinem Paket 51 Pakete habe, und zwar habe ich mir das neue, die neue Erweiterung gegönnt. Da hat man dann diverse Kohle ausgegeben und kriegt dann einen Kartenrücken, den kann ich eigentlich direkt mal zeigen. Das finde ich wirklich sehr interessant und übelst geil und ich bin auch wirklich wahnsinnig gespannt auf die neue Erweiterung. Ja, gehen wir direkt mal hier hin. Und ja, hier ist es. Finde ich wunderbar, wie das Auge, was sich bewegt, einfach nur Wahnsinn, ey. Also ich stehe jetzt nochmal dafür, dass es seit Ewigkeiten in der völligen Dunkelheit eines verfallenen Tempels hockt, hat Zitun, ich weiß nicht genau, wie er da angesprochen war, ziemlich viele Augen. Belohnung für dieses Spiel, die Kartenpackung aus der Fürst der alten Götter, das Flüstern der alten Götter im Vorverkauf erworben haben. Ja, und ich wollte diesen Kartenrücken unbedingt haben, das finde ich wirklich sehr interessant. Und ja, gehen wir jetzt zurück und öffnen mal hier die, ja, also ich werde dann ich weiß gar nicht, wann er rauskommt, ich glaube in 3 Wochen oder 4 Wochen oder so kommt es raus und dann werde ich auch ein Video machen, wie ich diese 50 Pakete aufmache und wie ich mich auf jeden Fall sehr freuen werde auf den neuen Karten. Ja, wir machen jetzt erstmal dieses Paket auf. Da. Ja, ihr hättet es natürlich auch nochmal zeigen können, hier sieht man es perfekt nochmal. Ja, genau. So, zack. Amani Berserker, Wutanfall plus 3, ja. Der ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, aber den spiele ich auf keinen Fall. Haben wir jetzt hier die Karte, die ich schon habe, fügt einem Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält 2 Angriff. Ist wirklich eine exzellente Karte, da sie 0 Mana kostet. Ja, was haben wir hier? Ups.
Ja, Geheimnis, wenn euer Held angegriffen wird, erhält er 8 Rüstungen. Natürlich auch ganz gut, für einen Magier. Und der letzte ist auf jeden Fall episch. Verstohlenheit. 5-5. Ja, ich finde halt, gut, die ist Verstohlenheit, da kann er dir jetzt angreifen oder so, aber für 5 Mana, 5 und 5 Verteidigung finde ich das nicht gerade so berauschend. Ja, schade. Also, es ist keine legendäre und es ist keine epische geworden. Ich denke mal, die Karte werde ich auch schon haben. Selten! Ja. Das Leben eurer Diener kann in diesem Zug nicht unter einfallen, zieht eine Karte. Die Karte ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, da man, wenn man jetzt wirklich einen Angriff plant und mehrere Gegner hat, dann spielt man die aus und kann von dem Gegner, kann er die Karten alle eigentlich zerstören, jeweils wie der Angriff ist und deine Viecher können halt eben nicht zerstört werden. Deswegen spiele ich auch gerne den Krieger, weil gerade diese Karte ist aber sehr fantastisch. Okay. Ja, das war's auf jeden Fall. Tut mir wirklich sehr leid, dass mein Gegner aufgehört hat, also aufgegeben hat. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, da er also eigentlich gar nicht mal so schlecht drin war. Aber er hat wahrscheinlich nicht so die guten Karten gehabt, so die Sima-Karten, wo man sagen kann, gut, okay. Ja, alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis bald.